Die Deutsche Bahn erneuert ihr Versprechen. Der Bahnhof Rodenkirchen soll ab diesem Herbst barrierefrei modernisiert werden. Die Arbeiten sollen bis zum Sommer 2016 dauern und gut 2 Millionen Euro kosten, sagte eine Bahnsprecherin. Ziel ist es, den Bahnsteig um 38 auf 76 cm zu erhöhen. Das hätte zur Folge, dass Erhöhen gleich mit den Zugtüren abschließt und Gehbehinderte problemlos zusteigen können. Im Verlauf der Bauarbeiten soll der Bahnsteig um 100 Meter nach Norden verlegt werden. Gehbehinderte erreichen ihn dann über eine ebenfalls neue Zugangsrampe. Die Verlegung wird erforderlich, weil die Bahn den 100 Jahre alten Tunnel zwischen den beiden Gleisen zuschütten und eine neue fußläufige Verbindung am Bahnübergang schaffen will. Derzeit sperrt sich die Gemeinde allerdings gegen dieses Vorhaben.